Hallo und willkommen zur letzten Folge der alten der Spielevorstellung. Heute habe ich für euch Dragon Quest to the Dissimals dabei. Ich finde, es ist das beste Dragon Quest, was je rausgekommen ist. Denn es ist 3D. Ich habe mir mal andere Dragon Quests für den DS angespielt. Und ich finde, es ist das immer noch das Beste. Es ist ab 6 freigegeben. Man muss da die Welt von dem Bösen befreien halt. Und durch einen Cheat kann man dieses Spiel auch auf Japanisch spielen. Also zumindest im Menübildschirm. Ist auf Japanisch und so. Aber bitte macht's nicht mit Cheats. Ich habe was mit Cheats gemacht und naja. Da ist auch schon einiges daneben gegangen. Ich meine, man kann sich die Sachen, den Charakter selbst formen und so weiter und so fort. Rüstung finden, also ein nettes Spiel und auch in 3D. Das andere, was ich nämlich angespielt habe, ist in 2D und naja, das hätte man auch lieber auf dem Game Boy Advance veröffentlicht. Sage ich dann nur. Weil so sieht das dann halt auch aus. Jo. Also ein gutes Spiel. Sollte man sich auch mal zulegen, wer auf Abenteuer steht. In der Final Fantasy Richtung. Also ein gutes Spiel. Jo, das war's für diesen zweite Staffel. Ich hoffe, euch hat die zweite Staffel gefallen. Hier oben kommt ihr zur ersten Staffel, zur Playlist. Und hier zur Playlist der zweiten Staffel, also alle Folgen nochmal auf einen Blick. Und jo. Natürlich nur, wenn ihr dies auf YouTube seht als Podcast, könnt ihr diese ganzen Folgen auf podcast.de runterladen. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit iTunes ist. Und ich sag jetzt tschüss. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Und nehme dann Staffel 3 auf, wenn eine Staffel 3 kommt. Ich denke mal, das wird Xbox 360 Spiele sein. Und bis dahin, auf Wiedersehen!